Nur das hängt davon ab, nach was für Unterhaltung ihr sucht, wa? Lidian verkauft so ziemlich alles. Psst, Garol, Bester. Meint ihr wirklich, ihr solltet mit Fremden über solche Sachen reden? Ach, ich bin mir sicher, das würde Lidian nicht stören. Lidian bedient doch alle mit genug Zeche, wa? Man sagt, er hat Greifer hinten. Kannst du darauf wetten. Echter Kampf mit Blut und alles. Garol, seht euch vor. Oh ja, vielleicht fragt ihr Lidian mal selber, wenn ihr das Wort rübst. Ich selber hab zu wenig Zaster, um damit zu machen. Ja, geben wir ihm nochmal 5 Goldmünzen und lassen ihn ziehen. Ah, ist er heilige echt. Der Segen vom Morgenfürsten sei mit euch. Mhm. Fragten keine große Herausforderung. Edelmann. Bürgerlicher. Salvanas. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Oh, hallo, meine liebe Dame. Ihr seht zum Anbeißen aus. Das ist allein der Gedanke daran, meine Zunge um euch zu schlingen, weil es die Gefühle in mir weckt. Wirklich, hm? Ich habe selbst schon intensiv in diese Richtung gedacht. Ja, nehmen wir das einfach mal. Ich hatte noch nie einen weiblichen Charme bei Baldur's Gate 2. Wirklich, ich meine, eure Verzögerung lässt meinen Kopf in Taumel der Erleichterung schwimmen. Ich werde überflutet vom Ozean eurer Augen. Ertrinke in euren Träumen. Das ist übrigens ein Typ, glaube ich. Ja, ihr macht mich krank, haut ab, ehe ich euch irgendetwas tun, um eure Kopffunktion zu korrigieren. In Ordnung, ich werde gehen und uns ein Zimmer im Gasthaus bieten. Seid bereit für eine Nacht purer Leidenschaft, die ihr so schnell nicht vergessen werdet? Bereit sein? Wirklich, ihr wollt ein Zimmer hier nun? Ich glaube, mein Vorgesetzter ruft nach mir. Ja, mein Hauptmann, komm, Hauptmann! Okay, das hatte ich noch nicht so. Was ist mit euch hier? Ihr da! Habt ihr meinen Ehemann gesehen? Ich weiß, er ist hier irgendwo. Wer ich fragen darf, ist euer Ehemann? Roma, Fürst Roma, ihr wisst, von wem ich spreche. Jeder hier weiß, von wem ich spreche. Er trifft sie hier wieder. Roma ist irgendwo. Keiner fragt mir, wo er ist, aber ich werde ihn finden und sein billiges Flittchen auch. Habt ihr das gehört, Roma? Für diese Sache kriege ich euch. Genau genommen habe ich ihn, glaube ich, vor einigen Minuten gehen sehen. Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Ich werde ihn schon irgendwann finden, das schwöre ich. Ich werde ihn finden. Ja, gut. Hier ist ein Zwerg. Stört mich nicht, Zwerg. Ich habe heute Morgen keine sonderlich gute Laune. Gut, du siehst wieder Barkeeper aus. Bei mir ist das ich habe mich viel Zeit, um mich zu unterhalten. Aber hier läuft alles wie üblich. Wenn ihr etwas benötigt, fragt einfach. Das heißt, außer dir, Dame, wünscht ihr etwas Besonderes. Nein, aber dennoch danke. Heute Nacht geht es mir auch so gut. Bedient euch nur. Wie sieht es mit dem Rest von euch aus? Könnte ich euch vielleicht die eine oder andere Frage stellen? Er ist rasch und sperrst und macht sicher. Ja, eine Freundin von mir wurde von den verhüllten Magiern gefangen genommen. Wisst ihr, wo sie ihre Gefangenen hinbringen? Niemand weiß das und das passt dem Konzil sehr gut. Alle Magieanwender, die in Gefangenschaft geraten, verschwinden einfach vom Erdboden und werden vergessen. Keine Ahnung, was die Magier mit ihnen anstellen. Die Erfahrener wissen vielleicht etwas. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier in der Stadt Kontakt aufzunehmen. Ihr solltet euch aber in Acht nehmen. Ihre Hilfe ist meist nicht ganz gratis. Yahira? Was ist übrigens mit Yahira los? Wir sehen etwas von den Schattendieben. Nur Geflüster, Gerüchte, die sind wirklich schwer zu glauben. Die meisten sind vor der Ansicht, dass die Schattendiebe in ihrer Auseinandersetzung mit einer neuen rivalisierenden Gilde stehen. Abgesehen davon kann ich nicht sagen, was der Wahrheit entspricht. Falls ihr beschließt, mit Renner im Blutskalb den Anführer der Gilde zu sprechen, solltet ihr extrem vorsichtig sein. Schon viele wurden zum Opfer seiner Machenschaften und getötet. Ja, klingt nicht sehr sonderlich. Zeigt mal, was ihr auf der Karte habt. Nicht sonderlich viel, was man schlafen kann. Waffenmäßig ist er auch so lala. Ja, die Schnellschussarmbrust. Vielleicht für meinen Baden, wenn ich den irgendwann mal mache.
Heiltrank, Heldentrank, Visionstrank, sehr viele schöne Tränke. Oh, hast du vielleicht Todeswolke dabei? Nö, sieht nicht so aus. Genesung, Schriftrollenbehälter. Flammenschwert, ja. Das hatte ich früher mal immer Khalid gegeben, also im ersten Teil. Was zu trinken? Klauen wollen wir nicht. Gut. Ja. Also ja, irgendwas war doch gerade mit Yahira. Wurde angezeigt jedenfalls. Gut, wir können mal einen Blick in die Küche werfen. Dort ist nur ein Sack und ein Regal, wo wir zwei Goldmünzen finden. Und ja, ich denke, in so einer heruntergekommenen Spelunke macht das nichts aus, wenn ein paar Goldmünzen verschwinden. Nun, seid gegrüßt. Ich kann mich nicht daran erinnern, euch hier schon mal gesehen zu haben. Fremde sind hier nicht wirklich gern gesehen. Dann lasst uns keine Fremden bleiben, ich bin Talisa. Ist das nicht eigenartig für ein Gasthaus? Fremde müssen hier doch ständig vorbeikommen. Ich habe eine fürchterlich große Menge Münzen, die ich loswerden möchte, aber das kann ich ja auch jederzeit anderswo tun. Ich würde gerne erfahren, was für Dienste ihr anzubieten habt. Entweder das oder ich gehe. Ich werde nicht bleiben, wenn ich nicht willkommen bin. Entschuldigt mich. Ja, nehmen wir mal das zweite. Hier müssen doch ständig Fremde vorbeikommen. Es herrschen komische Zeiten. Fremde könnten gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Ihr wünscht es was? Vielleicht könntet ihr mir zeigen, welche Dienste ihr anzubieten habt. Ich habe von Sklaven gehört, die nachts in die Armengebiete befördert werden. Einige von ihnen zu diesem Gasthaus. Wisst ihr etwas darüber? Also ja, wir sprechen hier explizit auf den Sklaven draußen an, dem wir begegnet seid. Ich würde ein paar Münzen loswerden. Habt ihr eine gute Idee? Ich würde dann gehen. Ja, fragen wir doch mal einfach mal nach den Sklaven. Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Ich weiß nichts von irgendwelchen Sklaven. Hier wurde vorhin einer reingeschleppt. Ihr seid euch da sicher. Ihr wisst nichts von irgendwelchen Sklaven. Die Kupferkrone hier ist ein ständiges Kommen und Gehen. Ich brauche keine Sklaven. Ich gehe davon aus, dass das alles ist. Ich habe mich um andere Dinge zu kümmern. Ja, haben wir schon was Neues hier? Also ja, Galen Bales Honorar können wir mal nach Datum sortieren. Toll nach Datum sortiert. Stunde 23, Stunde 1, Tag 6. Bleiben wir mal bei Nachname. Achso, jetzt ist nach Datum sortiert. Jetzt ist gerade nach Name sortiert. Jetzt wieder nach Datum. Okay. Die Festung der Arnis wurde erobert. Ich bin auf junge Frau namens Nalia getroffen, die verzweifelt auf der Suche nach Hilfe ist. Die Festung ihrer Familie wird von Streitkräften angegriffen, über die sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau, über die sie sich nicht auslassen wollte. Ich habe ihr erlaubt, mit mir zu reisen, aber sie besteht darauf, dass wir so bald wie möglich zu dieser Festung reisen, um ihren Leuten zur Hilfe zu kommen. Sie hat den Schalter der Festung auf meiner Karte eingezeichnet. Ein gewisser Fürst Jiridan Firkrak sprach mich an, dessen Ländereien außerhalb von Akata von Ogerbanditen. Heimgesucht werden. Er hat mich gebeten, zu den Windspiegeln zu ziehen und diese Oger zu töten. Dafür bot er mir 10.000 Goldstücke als Belohnung. Also ja, wenn wir hier kurz gucken, haben wir jetzt hier unsere ersten beiden Gebiete außerhalb. Neben der Festung. Also neben der wachenden Festung. Nämlich einmal Festung der Arnis. Und einmal die Windsperrhügel. Im Allgemeinen gibt es nicht so viele Gebiete in Baldur's Gate 2. Also es ist nicht so aufgeteilt wie im ersten Teil, wo man irgendwo die Karte verlässt und dann ein neues Gebiet auftaucht. Man muss wirklich die Gebiete erst freischalten durch Questgeber. Hauptsächlich halt hier in Adkatla. Hier ist übrigens der Name richtig geschrieben mit H. Adkatla. Ich sage einfach Adkatla. Weiter, bevor ich mir die Zunge breche. Ja gut, reden wir weiter mit dir. Ihr seid zurück, wie ich sehe. Was möchtet ihr noch? Ja. Was für Dienste habt ihr anzubieten? Aber ihr müsst euch an Bernhard wenden, wenn ihr etwas zu erstehen wünscht. Ja.
Ihr seid zurück, wie ich sehe. Ja, ich bin Talisa. Ich würde gerne ein paar Münzen loswerden. Habt ihr da eine gute Idee? Mit Geld ist immer gut zu handeln. Münzen sind immer willkommen, sagte ich doch. Wir werden feststellen, dass die Kupferkrone all eure Bedürfnisse befriedigen kann. Sei es nach Getränk, Speise, Ruhe oder andere Arten der Unterhaltung. Andere Arten, was meint ihr? Man kann euch stets Unterhaltung bieten. Dinge wie Begleitung vielleicht oder Wetten oder andere Dinge. Begleitung, das hört sich interessant an. Erzählt mir mehr darüber. Ich habe noch nie etwas gegen Wetten gehabt. Was könnt ihr mir darüber sagen? Was für andere Dinge meint ihr? Ich bin schon interessiert. Ich verstehe. Na, ich würde gerne wissen, was für normale Dienste. Was für andere Dinge? Nein? Warum sollte ich euch trauen? Ihr seht nach Ärger aus und den kann ich hier nicht brauchen. Ich werde euch keinen Ärger machen. Macht euch keine Sorgen. Nun gut. Ihr seht wie jemand aus, der solche Art von Unterhaltung zu schätzen weiß. Mein kleines Örtchen hier hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Geht da drüben zu dem Typen neben der Tür am hinteren Ende der Wand und sagt ihm, ich hätte gesagt, er soll euch reinlassen. Sprecht mit Freddy oder vielleicht mit Madame Nin, wenn ihr teilnehmen wollt. Und viel Spaß. Untersucht die Aktivitäten im Hinterzimmer der Schenke zur Kupferkrone. Der Wirt der Schenke zur Kupferkrone hat mir die Erlaubnis erteilt, die Hinterzimmer seines Wirtshauses zu betreten. Ich frage mich, welche geheimen, illegalen Dienstleistungen der Mann den Leuten dort hinten anbietet. Dinge, die wir wohl später herausfinden werden. Ja, die sind tot. Was hat die Barkeeperin noch anzubieten? Na, ihr seid aber alle große Männer. Seid nicht so völlig ungeduldig, meine Fürstin. Sprecht mit Letin an, wenn ihr jetzt gleich was wollt. Ja. Da ist ein Edelmann. Das ist eine Edelfrau. Das Land ist ja ganz schön. Aber ich wünschte mir, dass ich Bo die Ebenen von Raschelen zeigen könnte. Wie schön wäre es, wenn wir gemeinsam durch den Schnee tollen könnten. Wobei... Bo würde vermutlich ganz schön komisch in einem Schneehaufen aussehen, glaubt mir. Ja. Dieses Land ist schön, aber ich wünschte, ich könnte Bo die Ebene von Rashimen zeigen. Wir könnten durch den Schnee rennen, obwohl Bo wohl in einer Schneewehe ein bisschen ulkig aussehen würde, was? Ihr seid von Rashimen? Wirklich? Ich dachte, dieses Land wäre nur eine Legende. Nein, es ist... so echt wie Minsk, allerdings ein bisschen größer. Es liegt weit entfernt in Richtung Sonnenaufgang. Ach, es ist lange her, seit ich von dort fortging. Warum reist ihr freiwillig so weit von eurer Heimat? Ich wurde aus meiner Heimat gerissen, ich hatte keine Wahl. Ich war auf meinem das Schema. Eine Reise, um meine Männlichkeit zu erlangen. Nun, wir waren ein Paar, ich und meine Hexe. Ich sollte Bühner hier beschützen und sie sicher wieder nach Hause bringen. Oh boah, ich kann niemals nach Rashimen zurückkehren. Ich habe mich als unwürdig erwiesen. Ich bin kein Mann und du bist kein Hamster. Wir sind verloren, oh Jammer. Ah, weint doch nicht. Ihr und Bo habt tapfer gekämpft. Wer könnte zählen, wie viele Feinde ihr besiegt habt und wie oft ich euch den Kopf verbinden müsste. Denn ihr wäre stolz auf euch. Ihr wart gute Freunde, ihr und Talisa. Minsk möchte euch etwas fragen. Wollt ihr meine Hexe sein, Erwin? Sehr direkt. Bo und ich sind nichts ohne eine Hexe. Wenn ihr mein Wächter sein wollt, Münz, werde ich eure Hexe sein. Denn das Schema war nicht umsonst und Tina ist Tirt wird nicht ungesühnt bleiben. Die haben sich aber schnell angefreundet. Mein Schwert, meine Seele, mein Hamster. Ich werde euch all dies widmen. Euch, Erwin, meine Hexe. Hörst du das Böses? Minsk hat eine neue Hexe. Wehe dir. Wow. Okay, was bist du für einer? Was wollt ihr? Was ist denn? Solly ist heute nicht in der Stimmung für Flegel. Kommt morgen wieder. Wer seid ihr und was ist das für ein Ort? Ich bin Solly und ich leite hier die Grube. Sonst niemand. Und jetzt verschwindet, bevor ich euren Arsch hier raustrete. Die Grube? Ihr meint, das hier ist eine Art Kampfwettbewerb? Ist das nicht... Das kann nicht legal sein. Ihr kämpft unten in der Grube oder ihr sitzt bei einer Wette. Kauft einen Hund, er kämpft gegen einen von meinen. Wenn eurer gewinnt, kriegt ihr das Doppelte. Wenn er verliert, krieg ich euren Einsatz. Das ist eine Wette, kapiert? Tja, ich habe niemanden zum Kämpfen. Was kostet denn so eine Wette? Das hört sich ja schlimm an. Warum macht ihr denn sowas?
Ach, nun, das interessiert mich nicht. Entschuldigt mich nicht. Warum macht ihr sowas? Ich habe keine Zeit für Weicheier, die sich wegen einer legitimen Firma ins Hemd machen. Jetzt haut endlich ab. Was ist mit dir, Zwerg? Zum Gruß. Prosit euch allen. Hey, Freunde. Ich suche noch nach einer Gruppe verzweifelter Kerle. Könnten mir bei einer prächtigen Aufgabe helfen. Wieder ein NPC und der klingt ein bisschen negativ. Also ich weiß schon, dass er ein böser Zwerg ist. Schießt los. Auf in den Tod, Kameraden, und das Korgam für einen Zauberspruch auf den Schaumschläger eindreschen.